Mein Name ist Herr Pater aus Teltow. Wie gesagt, ich komme die Woche verschiedene Mal nach Berlin und mache verschiedene Einkäufe, weil wir das in Teltow noch nicht alles haben. Da habe ich zum Beispiel ein kleines Geschenk für meine Schwiegermutter eingekauft. Eine angefangene Stickerei, daran kann sie sticken. Und dann habe ich auch noch einen Chignon zu besorgen. Die Probe ist von den Nachbarn. Ihr Mann darf das nicht wissen, deshalb sitzen sie so lange mit dem Hinterkopf an der Wand, bis ich wiederkomme. Wie gesagt, da sagen die Leute immer, die Kleinstädter. Ja, die Kleinstädter. Die Kleinstädter haben das, was die Großstädter haben. Zum Beispiel meine Frau hat auch alles, was die anderen Frauen haben. Meine Frau hat ihre vier große Zimmer, eine mächtig große Küche mit einer Fliegenspinde, da kommen die Fliegen immer rein. Na, und ich habe ja auch meine Bequemlichkeiten. Ich habe zum Beispiel meine große Berliner Stube. Da wundere ich mal heute noch, wie sie die von Berlin nach Teltow hingeschafft haben. Wie gesagt, wir haben alles und auf den Kopf sind wir auch nicht gefallen. Antworten kennen wir auch. Da saß ich vor ein paar Tagen in Berlin im Theater drin und da legte ich mir ein bisschen über die Galerie weg. Mit einmal meinte ein junger Mensch zu mir, Sie legen sich doch nicht so weit rüber, Sie können ja da unten runterfallen. Ach, sagte ich, unten, da unten falle ich doch nicht runter, da kostet ja mehr. Nee, so dumm sind wir nicht. Neulich habe ich mir auch zum ersten Mal mit meiner Marie geschlagen. Meine Marie behauptete nämlich, Pape, sagte, weißt du, wenn du schläfst, dann schnarchst du. Ich sagte, Marie, das kann wohl nicht wahr sein. Pape, sagte, du kannst darauf verlassen, du schnarchst. Na, sag ich, dann will ich mir mal davon selbst lieber führen. Ich lege mich hin, schlafe eine halbe Stunde ein, springe auf, horche zu. Na, ich habe nicht geschnarcht. Ja, meine Marie behauptet aber, Pape, sagte, du kannst darauf verlassen, du schnarchst. Du rufst mir ja immer, Marie, Marie. Was sag ich? Ich rufe dir, Ivo Werken. Nee, so dumm sind wir nicht. Wenn ich mir was kaufe, muss teuer es sein. Ich falle auf billigen Schwindel nicht rein. Die Weste zum Beispiel, die Sie hier sehen, die trage ich 5 Jahre und sie ist doch noch schön. Na, die Weste kostet mir auch Geld. Die kostet mir ohne Rücken. Da habe ich noch meinen eigenen Rücken hin drin, 5 Taler bar. Aber wie ich in der Kleidung bin, so bin ich auch, wenn ich was verspreche. Ich hatte mal einem Luftschiffer versprochen, ich fahre doch noch mal mit ihm im Luftballon und ich bin noch mitgefahren. Ja, wir waren 17.000 Füße hoch, nun sollte ich da oben raus, nun werde ich da oben aussteigen. Ivo, wer denn? Nee, so dumm sind wir nicht.